Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Let's Show des Karrieremodus. Und ihr seht schon, wir haben den dritten Verein in der dritten Saison, bei dem werden wir jetzt aber länger bleiben. Denn ich bin endlich wieder an der Ostsee gelandet. Und zwar bei den Kielern, nicht bei den Rostockern leider. Und wie ihr seht, wir sind Fünfter geworden. Ist okay, ihr werdet da, wenn ihr auf FM Arena oder auf Facebook oder sonst wo das seht, die Tabelle am Anfang sehen und so was alles. Und am Anfang hatten sie halt, nachdem wir sie bei zwei Spielen übernommen haben, neue Punkte. Von daher geht es eigentlich in Ordnung. Und ich zeige euch am besten als erstes die erste Mannschaft. Das ist die hier. Und zwar spielen wir, oder haben wir gespielt mit Kenneth Kronholm im Tor. Der spielt noch diese Saison zu Ende, beziehungsweise dieser zu Ende jetzt. Und die nächste Saison, und dann macht er Karriereende. Hat er auch alles schon angekündigt hier. Wird seine Karriere mit Vertragsablauf beenden. Dann haben wir Joan Combell geholt. Aus England, von Sunderland, aus der Jugend. Und ich habe mir mehrere Talente von verschiedenen Vereinen aus England und Deutschland und so geholt. Und einige werden jetzt vielleicht sagen, das ist unrealistisch, aber ich finde es realistisch. Weil gerade die sind stark und haben vernünftiges Talent, würden sich aber bei den jeweiligen Vereinen niemals durchsetzen oder halt Ewigkeiten brauchen. Deswegen finde ich jetzt realistischer, die als Drittligist zu holen. Und dann, wenn zum Beispiel bei dem jetzt ein englischer Topverein anfragt oder überhaupt ein englischer Erstligist, dass es da dann wahrscheinlich ist, dass wir den dahin verkaufen werden, wenn er sich bei uns durchgesetzt hat. Ist besser, als wenn solche Spieler dann irgendwann mit einer 63 oder so ihre Karriere bei irgendeinem irischen Verein oder so verenden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, deswegen habe ich mir einige so geholt. Dann haben wir eine Verteidigung Gabriel, der wurde geholt, bevor ich da war. Konnte ich nichts für machen. Ist zwar ein guter Verteidiger, aber halt alt und teuer. Dann Hohende. Nee, Hohneder. War ja schon seit Beginn des FM17 dabei bei Kiel. Und hat auch bei mir natürlich immer gespielt. Ist ein super Mann gewesen. Dann Quither. Haben wir ebenfalls aus England geholt, den aber von Middlesbrough. Hat bei uns bis jetzt 15 Einsätze gemacht. Dann Alexander Bieler war auch schon da, wo wir gekommen sind. War von Anfang an, vom FM17 an, bei Holstein Kiel, hat seitdem 110 Einsätze für die Kieler gemacht und dabei 16 Tore gemacht. Ist für einen defensiven Mittelfeldspieler auf jeden Fall okay. Dann kommen wir zu Ben Wing. Auch wieder so einer, diesmal aber von Liverpool. Super Spieler auf jeden Fall. Dadurch, dass er von einem Erstligisten aus England, aus der Jugend zu uns gewechselt ist, ist sein Marktwert von 700 auf 210.000 runtergegangen. Ist uns aber bewusst, ist ein mega krasser Spieler. Und ich kann schon mal so viel verraten. Ich bin jetzt schon beim 7. September oder so in der neuen Karriere. Und der schlägt sich nicht schlecht, sagen wir mal so. Dann Steven Leverenz, vernünftiger RM, war auch schon von Anfang an dabei, sogar schon ein Jahr zuvor. Hat auch seine Einsätze gehabt, auch bei mir meistens. Da werde ich aber noch jemanden fürs rechte Mittelfeld holen, aus der zweiten Mannschaft. Wartet, mehr sage ich jetzt nicht mehr, was, wen ich noch holen werde und was noch passieren wird. Das werdet ihr dann ja beim nächsten Mal sehen. Auf jeden Fall sieht man aber schon am Alter und an der Stärke, dass der wahrscheinlich nicht mehr lange Stamm Mittelfeldspieler ist. Luca Dürholz finde ich einfach ein genialer Spieler. Keine Ahnung, seit der Dresden-Karriere von Höse habe ich irgendwie Sympathien zu dem gehabt, deswegen super toll natürlich, dass er hier von Anfang an bei Kiel dabei ist. Spielt auch sehr, sehr, sehr oft bei mir. Was aber auch daran liegt, dass ich mit den anderen beiden OMs jetzt nicht so viel anfangen kann. Dann Ukusen, mit dem habe ich es mir am Ende der Saison so ein bisschen verscherzt, keine Ahnung wie, wenig Gehalt für seinen Marktwert und so und alles, denn den haben wir erst kurz vor Schluss aus der zweiten Mannschaft geholt und der hat sich mega prächtig entwickelt, hat richtig gut gespielt und so. Also super Spieler. Außerdem Tamu Hade,
auch, keine Ahnung, der hat irgendwie anfangs, wo ich bei Kiel war, nicht so viel gespielt unter mir. Aber als sich dann irgendein Stürmer oder OM oder so verletzt hat, habe ich den richtig oft eingesetzt und dann hat er sich richtig gut verbessert. Und seitdem spielt er eigentlich fast jedes Spiel und wenn auch nur als Joker, aber er spielt auf jeden Fall. Dann Tjaak Alfons Grundmann hat sich verschlechtert eigentlich. War am Anfang 49er oder so. Kommt bei mir halt wegen seiner Stärke nicht zum Einsatz. Zichos, linkes Mittelfeld, hat am Ende seinen Stammplatz an Ben Wing verloren, halt, weil der viel jünger und talentierter ist. Hat aber trotzdem immer seinen Einsatz gehabt, kam auch oft als Joker rein. Am Ende jetzt hat insgesamt 139 Einsätze für die Kieler gehabt, wird auch weiterhin im Verein bleiben. Dirks hat auch nicht wirklich Einsätze gehabt, 2 Einsätze, liegt auch an seiner Stärke. Dean Kohlhoff, ja, 57 Einsätze, kam am Anfang des FMs in dem Spiel hier zu Kiel, auch da wieder das Problem, dass die KI dem viel zu viel Gehalt gegeben hat. Und ich spoilere nicht, was jetzt aus einigen Spielen noch wird. Dann haben wir uns Enis Bunyaki geliehen, weil ich noch einen guten Stürmer brauchte. Den war bei nur Laien. Und der hat sich für 2 Jahre angeboten. 45.000 ging in Ordnung, meiner Meinung nach. Dazu ist zu sagen, bei den Transfers, dass wir so viel einnehmen mussten, wie wir ausgeben, um die Transfers zu machen, weil wir so eine Lizenzauflage hatten. Mehr dazu gleich. Dann auf jeden Fall Radic. Ja, manchmal spielt er, manchmal spielt er nicht. Manchmal ist er von Anfang an dabei, manchmal Joker, wie auch immer. 35 Einsätze, 13 Tore. Hat auf jeden Fall seine Einsätze gehabt. Und hat auch nicht schlecht gespielt. Gut, Joey habe ich, glaube ich, verliehen gehabt zur Hälfte der Saison, ne? Ja, zu Frosinone Calcio hatten wir den verliehen. Einfach, weil er sauteuer ist und er bei mir sowieso nicht spielen würde. Von daher, Finn Wörlermann hat gar keine Einsätze bei mir gehabt. Und auch bei US Anxona, wo wir ihn verliehen hatten, hat er keine Einsätze bekommen. Ist natürlich bitter. Tjorve Niels Mohr kam auch gerade von seiner Leihe wieder, hat da 11 Einsätze gemacht. Besser als das, was er bei uns gekriegt hat. Schuchat hat auch so gut wie keine Einsätze gekriegt. Und für Salem war das große Problem, dass Ben Wing kam und er somit nicht mal mehr ersatzlinker Mittelfeldspieler war. Zweite Mannschaft sieht in dieser Saison noch so aus. Das, was ich vorhin schon verraten habe, war Stolzenburg, der den Posten von Lieverenz eingenommen hat, weil er jünger ist und fast genauso stark und auch von der Talente gar nicht so schlecht war. Dann gehen wir zur Jugend. Da haben wir den hier gekriegt, ohne den von irgendwo zu holen. Den hatten wir so in der Jugendmannschaft bekommen. Also nicht von Anfang an, aber bekommen. Dann Tatu Numinen, den haben wir von irgendeinem finnischen Verein geholt. Also den habe ich aktiv geholt. In der B-Jugend haben wir dann noch Lundholm. Den habe ich aktiv von einem schwedischen Verein geholt. Ich habe jetzt aber nicht in den Kopf, von wem ich wen da geholt habe. Mark Tyler habe ich von Peterborough oder so aus England geholt. Super Torwart auf jeden Fall. Ja, mehr so, kann ich dazu nicht sagen. Lukena ebenfalls aus Schweden geholt. Und Uphoff. Wo war denn jetzt Uphoff? Gehen wir nochmal zu Transfers. Benjamin Uphoff. Achso, den muss ich eben bei der B-Jugend irgendwo übersehen haben. Haben wir uns von Bayerns Jugendmannschaft geholt. Auch weil er da von der Stärke und vom Talent vielleicht nicht unbedingt sich durchsetzen würde. Ist ein super Spieler, wir können ihn aufbauen. Vielleicht landet er dann mal bei einem großen deutschen Verein. Keine Ahnung, werden wir sehen. Daniel Eckermann habe ich anscheinend auch noch übersehen. B-Jugend war für die B-Jugend natürlich eine krasse Verpflichtung. 61 Fähigkeiten hätte er, aber er ist halt sehr unerfahren, deswegen hat er nur 57, hatte auf jeden Fall, war das ein guter Spieler, ist auch in den U19 von Deutschland,
haben wir von Dortmunds Jugendmannschaft geholt. Dann hier, wie gesagt, Tyler, Comeback, Wither, gut, Joey war halt leider schon da, bevor ich da war. Den hätte ich nämlich niemals geholt. Einfach nur unnötig. Bunyaki hatte ich ja geholt. Wing. Vilatza hatte ich geholt, weil ich dachte, dass man vielleicht noch einen Ersatz in Verteidiger brauchte. Aber der hat sich bei uns nur verschlechtert. Ja. Der war auch von der Moral immer schlecht. Und das war auch das große Problem bei Kiel in dieser ersten Saison. Irgendwie war die Moral bei vielen Spielern die ganze Saison über schlecht. Weswegen das nicht so perfekt lief. Hier sehen wir dann nochmal, wo wir die Schweden hatten, von Göteborg und Heken. Und Norminen hatten wir von Kuopion, Palosoira. Und das war es an Neuzugängen. Und um Neuzugänge zu machen, brauchten wir natürlich Verkäufe. Da ist dann zum Beispiel Njarko gegangen. War ja von Anfang an dabei, hat bei mir keine Einsätze gekriegt, durfte für 60.000 gehen. War zu dem Zeitpunkt auch irgendwie 70.000 oder so wert. Von daher ging das für mich in Ordnung, diese 60.000. Inzwischen hat er sich da vom Marktwert ein bisschen verbessert. Mir aber egal, bei mir hat er sowieso nicht gespielt. Schindler durfte auch knapp unter Marktwert gehen, 45.000. Hat da seine Einsätze gekriegt, hat er bei uns nicht. Von daher ging das in Ordnung. Saliu Sané hatte auch bei uns einige Einsätze. Aber irgendwie, keine Ahnung. Wenn nur als Joker, und dann war es mir nicht so wirklich was. Deswegen hatten wir Utkusen hochgeholt aus der zweiten Mannschaft. Und er durfte gehen, haben wir immerhin 30.000 bekommen gehabt. Inzwischen ist sein Marktwert noch etwas gestiegen, aber uns egal. Bei uns hat er sowieso nicht gespielt. Florian Kraft, mit dem habe ich nichts zu tun gehabt. Glaube ich, keine Ahnung. Der Typ sagt mir jetzt auf jeden Fall nichts. Siedschlag habe ich auch verkauft für 5.000. Hatte keine Einsätze bekommen, von daher, die Gehaltseinsparung haben wir gerne mitgenommen. Von daher, die 5.000 waren sowieso egal, bei dem, was wir schon eingenommen hatten. Wielmann wurde halt ausgeliehen, Mohr wurde ausgeliehen und Gujui. Thomas Konrad haben wir sogar ablösefrei abgegeben, weil er nur Probleme gemacht hat und so. Und weil wir ihn für Geld nicht weggekriegt haben und die 80.000 einsparen wollten, haben wir ihn halt so nur weggekriegt. Wir waren damit die 20. beste Jugendarbeit in Deutschland. Ist zwar nur Bundesliga bis dritte Liga, aber damit auch die 2. beste Drittligamannschaft und eine der besten Nicht-Bundesliga-Mannschaften. Also es ging schon in Ordnung. Weltweit waren wir damit auf 150, aber ist trotzdem in Ordnung für einen deutschen Drittligisten. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren drüber. Die Verträge sind eigentlich auch egal, was man hier jetzt sieht. Die meisten davon wurden auf jeden Fall noch geändert. So viel kann ich schon mal verraten, wenn die Spieler da geblieben sind. Finanzstatus sah die ganze Saison über auch nicht so gut aus. Wir mussten auch einen Kredit zum Anfang irgendwie aufnehmen. Um das alles hinzukriegen, den müssen wir dann irgendwann mal abbezahlen. Ist jetzt aber nicht so viel, dass man da sagen kann, den bekommen wir niemals abbezahlt. Ja, wir müssen noch 641.000 bezahlen. Das sollte eigentlich irgendwann in nicht allzu weiter Zukunft möglich sein. Dadurch, dass wir den Kredit aufgenommen haben, dann sehen wir hier nochmal den aktuellen Vertrag. Ich habe natürlich immer noch das eine Jahr Option, das heißt, wir könnten auch über die 2 Jahre Vertrag noch ein weiteres Jahr da sein, verdienen bei Kiel 160.000, ist auf jeden Fall super, haben Vertragsende 2020 plus ein Jahr Option, also 2021, wenn ich verlängern will, haben als einzige eine Option im Vertrag und sollen halt nächste Saison obere Tabellenhälfte schaffen und die zweite Pokalrunde ist ebenfalls das Ziel. Dann natürlich wie immer die Statistiken hier sehen. Und die war sehr, sehr gleich, also fast gleich, wenn wir 2 Spiele weniger gehabt hätten und einen Sieg und eine Niederlage weniger gehabt hätten zu Agrin Stanley. 21 Siege, 9 Unentschieden, 8 Niederlagen. Also war schon sehr verblüffend nah an Agrin Stanley dran, ne? Aber von den Tore und Gegentore war das viel schlechter.
4 weniger Tore geschossen, 13 am Stück und 5 Tore mehr kassiert. Das macht eine Differenz von minus 18 im Vergleich zu Accrington Stanley. Dann gucken wir natürlich wie immer hier auf Image und sowas. Wir sind immer noch Level 3, Image Notnagel, Medien sind wir normal. 20 Jahre alt, sprechen immer noch die Sprachen. Hier sieht man halt Vertragsdetails und sowas. Unsere vorherigen Stationen, die Y-Kombi Wanderers und Accrington Stanley. Da gucken wir uns dann auch gleich an, wie die gelandet sind. Y-Kombi Wanderers sind als letzte abgestiegen, haben lediglich 24 Punkte geholt und somit weit entfernt von den Nicht-Abstiegsplätzen. Accrington Stanley hat sich den 7. Platz geholt, genauso wie wir letztes Jahr mit denen. Und die haben es in den Playoffs schon im Halbfinale verhauen gegen Luton Town. Und Luton Town hat dann im Finale gegen Swindon Town verloren, weswegen Chesterfield, Leyton Orient, Northampton und Swindon Town aufgestiegen sind. Und Biografie ist jetzt nicht so wirklich interessant. Wir waren nur 36 Tage arbeitslos in diesem Spiel, stand bei Kiel. Das ist nichts im Vergleich zu vorher. Da waren wir ja über vier längere Dinge arbeitslos. Die Rekorde zeige ich euch alle mal irgendwann in ein paar Saisons, weil es dann erst aussagekräftig ist, wenn wir bei verschiedenen Vereinen waren. Bis jetzt ist das ja erst der dritte Verein. Und ich will nicht wieder so viel Zeit verplempern mit den Tabellen, deswegen zeige ich euch jetzt nicht jede, sondern nur die besonders interessanten. Auf jeden Fall natürlich DFB-Pokal. Hier scroll ich mal langsam durch, damit ihr euch das angucken könnt, wer weitergekommen ist. Hansa leider raus gegen Hamburg. Dortmund dieses Mal nicht in der ersten Runde rausgeflogen. Und wir hatten 2-1 gegen Bochum gewonnen und das sogar noch bevor ich beim Verein war. Das war nämlich genau das Spiel, nachdem wir im Verein angekommen sind. Fand ich auf jeden Fall sehr lustig. BFC Dynamo leider mit 1-2 raus. Obwohl ich mich freue, dass Kaiserslautern weiter ist, aber BFC Dynamo raus ist natürlich schade. Finde ich immer noch schade, dass sie immer noch Stasi-Club genannt werden. Aber ist halt so. Ist halt blöd mit der Vergangenheit. Dann hier die zweite Runde, gehen wir auch wieder langsam durch für die, die es interessiert. Wir kamen wirklich in die dritte Runde durch ein 1-0 gegen Fortuna Düsseldorf. Und dann gucken wir jetzt in die dritte Runde hier rein. Dortmund dort rausgeflogen gegen Braunschweig im Elfmeterschießen. Bremen setzte sich im Elfmeterschießen im Nordderby gegen Hamburg durch. Stuttgart setzte sich gegen Gladbach durch. Bayern knapp gegen Kaiserslautern. Hannover knapp gegen Karlsruhe. Wolfsburg ganz kurz vor Schluss gegen Nürnberg. Freiburg ebenfalls kurz vor Schluss gegen Duisburg. Und Mainz auch kurz vor Schluss gegen uns. Und das nachdem wir 1-0 geführt haben. War natürlich sehr bitter, aber für den Drittligisten ist es schon gut, sowas zu erreichen. Viertelfinale dann Bremen gegen Freiburg gewonnen. Hannover haute im Derby Braunschweig raus. Wolfsburg setzte sich im Elfmeterschießen gegen Mainz durch und Bayern haute Stuttgart raus. Im Halbfinale dann die Überraschung. Hannover haute Bayern raus und Bremen Wolfsburg. Von daher war das Finale Bremen gegen Hannover und da setzte sich Hannover mit 2-1 durch. Überraschend, dass Hannover dort den Pokal geholt hat, vor allem weil sie als 14. fast abgestiegen wären. Der DFB-Junioren-Pokal holt sich die Wolfsburger Jugend ganz knapp gegen Dortmund. DFL-Pokal Nord sehe ich nicht so ganz durch, wer sich den geholt hat. Ob Frankfurt 2, Hoffenheim 2 oder wer auch immer. Denn das heißt hier Finale, aber das sind 4 Teams, keine Ahnung. Der Südpokal, auch hier sehe ich nicht so ganz durch. Oder das... Nee, keine Ahnung. Habe ich keine Ahnung. Könnt ihr mir erklären, wenn ihr das wisst. Super Cup hat sich Dortmund eindeutig mit 5-0 geholt. Und die Relegation dort gewann Union Berlin gegen Nürnberg in beiden Spielen. Und konnte somit in der ersten Liga bleiben als 16. In der anderen Relegation setzte sich Sandhausen mit 3-0 und 1-0 durch. Stieg damit mit Hansa Rostock und Fürth zusammen auf. Und dazu gehen wir jetzt. Und zwar zu den Tabellen. Dortmund wurde Meister, Gladbach, die letztes Jahr Pokalsieger, wurden dieses Jahr kein Pokalsieger, aber Vizemeister, Bayern nur Dritter. Waren sie nicht letztes Jahr auch schon nur Dritter? Ne, da haben sie es noch auf Platz 2 geschafft. Auf jeden Fall
Dortmund zweimal, nee, das dritte Mal jetzt schon hintereinander Meister. Also, bei denen läuft auf jeden Fall. Leverkusen, auch Champions League, Wolfsburg und Mainz in der Euroleague. Hamburg, dadurch, dass Hannover gewonnen hat, leider nicht. Ich weiß, Hamburg zu wünschen, in die Europa League zu kommen, ist für mich vielleicht auch nicht das Wahre, aber immer noch besser als Hannover. Fortuna Düsseldorf und Braunschweig mussten runter. Damit haben wir einen Absteiger im Pokal rausgehauen. Und Union Berlin, wie gesagt, in der Relegation haben sie sich drinne gehalten. Leipzig und Stuttgart durften wieder hoch. Und Stuttgart ist hier eine richtige Fahrstuhlmannschaft. 17. abgestiegen, 1. aufgestiegen, 16. abgestiegen. Und wieder als 2. aufgestiegen. Mal gucken, was dann nächstes aussehen wird, ob sie wieder absteigen. Karlsruhe und Darmstadt auf jeden Fall nächstes Jahr genauso wie Paderborn unsere neuen Gegner. Kaiserslautern leider 5. geworden. Zu weit weg von Nürnberg. Hätte ich natürlich lieber davor gesehen. Dann die dritte Liga natürlich, darf nicht fehlen. Hansa Rostock aufgestiegen, ganz, 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 ganz knapp vor Sandhausen. Nun das bessere Torverhältnis hat denen den Aufstieg beschert, aber natürlich Sandhausen setzt sich auch in der Relegation durch. Von daher war das sowieso egal. Fürth hat alles dominiert. Da hatte keiner eine Chance. Runter mussten Groß Asbach, Fortuna Köln und Würzburger Kickers. Und die haben vor allen Dingen die ersten Spiele haushoch verloren. Außer gegen uns natürlich 2-0 nur. Weil die da noch kaum Spieler hatten. Und auch nur mit 9 oder 10 oder so gespielt haben. Fast die gesamte erste Hinrunde. Oder sogar die gesamte Hinrunde, keine Ahnung. Hatten da auf jeden Fall nur einen Punkt oder so und den haben sie auch noch gegen Hansa geholt. Es wäre bitter gewesen, wenn sie dadurch nicht aufgestiegen wären oder in die Relegation gekommen wären, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir mit dem 5. Platz mehr als zufrieden. Das war das, was ich erreichen wollte in der ersten Saison. In der zweiten Saison will ich jetzt, wenn möglich, den Aufstieg packen. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn wir da das nicht packen. A-Junior Meister wurde Gladbach, Dortmund 3., Augsburg und Köln müssen runter. In der zweiten Liga dürfen Wolfsburg und Leipzig hoch. St. Pauli und Karlsruhe müssen runter. Hansa kann sich drinnen halten, das ist gut. A-Union 3, Nürnberg und 68 hoch. Aachen und Aalen sind unterklassig. B-Union 1, Dortmund leider am letzten Spieltag durch ein Unentschieden. Also ein Tor zu wenig. Von Platz 1 verdrängt. Bayern holte sich den Titel. Braunschweig und Augsburg müssen runter. Braunschweig besonders bitte, da die am letzten Spieltag trotz Unentschieden 2 Plätze abgerutscht sind. B-Union 2 auf jeden Fall, Leipzig und Bremen aufgestiegen, Hansa und Ingolstadt mussten leider runter, beziehungsweise Hansa leider, Ingolstadt zum Glück. Und B-3-Union konnten uns unsere Kieler drinnen halten, ist auf jeden Fall super, vor allem in der zweiten Rückrunde, also in der Rückrunde, super gespielt, lag aber auch an den Neuzugängen für die Jugendmannschaft. Freiburg und Düsseldorf das ganze Jahr über ohne Probleme da oben, haben dann nachher verdient das Ding geholt. Dann gehen wir natürlich nach England, City mal wieder Meister, Arsenal diese Saison so ein bisschen enttäuschend, nur 2. und auch in den anderen Pokalwettbewerben ausgeschieden. Sogar nur in der Europa League, weil sie in der Champions League, Dritter wurden, genau. Und im Pokal gegen Queen's Park Rangers rausgeflogen. Von daher sehr, sehr bitter. United am letzten Spieltag nur die Europa League, das ist sehr bitter. West Brom, Hull und Bournemouth müssen runter. Skybet Championship, Blackburn und Swansea müssen hoch. Die anderen mussten eine Relegation kämpfen. Barnsley, Gillingham und Brentford mussten runter. Finnland ist nicht interessant. Frankreich ist nur interessant. Lyon Meister. Paris dieses Jahr nur 3. Stade Malherbe-Ken muss leider dieses Jahr runter. Wie gesagt, die nicht so interessanten Ligen werde ich euch hier nach einblenden. Und zwar, wenn ich die Tabellen durch habe, kommt ein kleiner Cut, dann kommen die Tabellen und dann kommt das nächste. Italien ist noch interessant, da wurde Juve mal wieder Meister. Crotone, Chievo, Verona und Vicenza müssen runter. Niederlande natürlich spannend, Ajax Amsterdam endlich wieder Champions League, knapp leider am Titel vorbeigeschrammt. Hätte Eindhoven noch ein Tor kassiert, hätten sie sich sogar den Titel geholt.
FC Eindhoven muss runter in die zweite Liga. Gerade ist aufgestiegen und müssen schon wieder runter. Rosenborg holt sich mal wieder den Meistertitel, ist man ja gar nicht anders gewohnt. Liga Warschau holt sich in Polen den Meistertitel. Lech Posen Dritter, wie ich schon die letzten Male gesagt habe, sich da nicht so ganz durch. Portugal, Porto leider dieses Jahr Erster, Benfica Zweiter, Sporting leider nur Vierter, Belenenses nur Siebter, Morenzo und Vitória Setúbal müssen runter. Und da können sich die beiden Aufsteiger dieses Mal sogar halten. Schottland wieder angeführt von Celtic, Glasgow also die Rangers zum Glück auch wieder relativ weit oben, sodass sie wieder international dabei sind. Spanien muss man natürlich immer reingucken, Barca Meister und Pokalsieger. Letzte Saison, dieses Jahr nur Meister, im Pokal haben sie gegen Real verloren, der ging so mit den Rivalen. Und das war die größte Überraschung für mich, die nächstes Jahr nur in Europa League spielen, weil sie Sechster wurden. Atletico Zweiter runter müssen, Vallecano, Oviedo und Gion. Deportivo zum Glück mal wieder Zehnter, also die spielen immer relativ konstant, das gefällt mir. Österreich könnte man nochmal reingucken. Austria Wien am letzten Spieltag Meister vor Rapid Wien. Und Innsbruck muss runter. Hoch kommt Horn. Und die haben sich am Anfang bei der Saison bei Düge oder zur Hälfte der Saison, ich weiß gar nicht mehr, 9. 10. Jahr ungefähr da durchgesetzt bei Düge, den wir eigentlich auch haben wollten. Am Ende ist es mir wurscht. Wir kamen klar mit den Spielern, die wir dann am Ende hatten. Und ich mache jetzt den kleinen Cut und dann werdet ihr, ohne dass ich was dazu sage, die anderen Tabellen sehen sehr kurz. Ihr könnt ja stoppen dann, vielleicht mit Musik hinterlegt oder sowas, keine Ahnung. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder nach diesem Cut. Und hier gehen wir mal zu den Fans, was die so nach dieser Saison gesagt haben. Und zwar sagt Daniel L. aus Kiel, wo ist eigentlich das ganze Geld hin? Marie M. sagt, hoffentlich hat dieser Mentaltrainer auch irgendeinen Sinn. Irene K. fragt, ein Mentaltrainer, ist das nicht so eine Art Psychiater? Und Oliver W. sagt, für den Verein interessieren sich doch sowieso nur ein paar Rentner. Werden wir ja noch sehen, was du dazu in den nächsten Jahren sagst. Beliebt bei den Fans waren Honeda, Radic, Bunjaki, Cicosz und Kronholm. Barry Clovett, keine Ahnung wer das war, sagt mir jetzt gerade nichts. Keine Ahnung. Gehen wir nochmal im privaten Bereich, da haben wir jetzt schon einen Sohn, der schon ein Jahr alt ist.
haben ja auch schon die Ehe inzwischen geschlossen in dem Spiel. Ist auf jeden Fall super, was wir da haben. Und mir fällt jetzt soweit nichts mehr ein. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr beim nächsten Mal noch irgendwas Besonderes noch dazu sehen wollt, was ich dieses Mal nicht drin hatte. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, euch noch wunderschöne Tage. Ciao.